Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Endlich ist es soweit. Wir brechen heute zum Dunkelkrater auf, um Darkreis bösen Machenschaften hoffentlich endlich ein Ende zu setzen. Es ist schon ein seltsames Gefühl. Also ich glaube, wir können wirklich stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Wir haben so gut wie jeden Dungeon des Spiels gezeigt. Und die meisten davon auch gemeistert, mehr oder minder erfolgreich, wenn ich so an die Inferno-Höhle zum Beispiel denke. Da habe ich vielleicht minimal gemogelt, aber da erinnert sich sowieso keiner mehr dran, also alles gut. Ansonsten, ja, wir haben viele Pokémon kennengelernt, wir haben unseren Rang ordentlich erhöht und unterm Strich einfach sehr viele Abenteuer erlebt. Da kann man, denke ich, auf jeden Fall stolz drauf sein und erhobenen Hauptes ins letzte Gefecht ziehen. Aber es ist halt trotzdem seltsam zu wissen, dass damit dieses Abenteuer dann auch wirklich endet und wir nichts mehr zu tun haben danach. Also dementsprechend, ich freue mich, aber ich bin noch ein bisschen traurig. Bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, was der Dunkelkrater für uns bereithält. Ich meine, es sollte klar sein, dass der Dungeon nicht ganz so knackig sein wird wie die letzten Herausforderungen. Wir haben ja auch schon bei der Raumspalte, bei dem Albtraum und so weiter gemerkt, dass die storyrelevanten Dungeons so ein kleines bisschen netter sind als die optionalen Sachen, die man sich ja nicht eben zwingend antun muss. Aber finde ich auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall dennoch ein bisschen aufpassen müssen. Und ich bin super gespannt, wie das so ablaufen wird. Teamtechnisch sind nur Jan und meine Wenigkeit dabei, was einfach damit zusammenhängt, dass ich es zum einen ganz cool finde, wirklich nochmal, ja, dass nur die beiden ursprünglichen Mitglieder von Team Eclair wirklich gehen. Zum anderen wissen wir ja auch, dass Cresselia mitkommen möchte. Und deswegen hätte ich sowieso entweder Kai oder Gracie zu Hause lassen müssen, wenn sie überhaupt mitkommen dürfen, das weiß ich gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, wir gehen einfach zu dritt. Das passt auf jeden Fall auch ganz gut, denke ich, damit ich niemanden irgendwie zurücklassen muss. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gehen würde. Ansonsten, itemtechnisch habe ich mir alles geschnappt, was ich finden konnte. Der Dungeon ist natürlich schon ein bisschen größer, deswegen habe ich reichlich Äpfel mitgenommen. Ich habe mittlerweile wieder einige. Dann natürlich auch einige Sinelbeeren, Belebersamen, Samen, die kann man immer irgendwie gebrauchen, Top-Elixiere und natürlich auch Astar-Orbs. Ich meine, ich habe nicht so viel Angst vor Monsterräumen, jetzt wo ich wieder einen Ladungsstoß habe, aber trotzdem, und ich muss mal ganz kurz gucken, ja, okay, ob ich den Donnerblitz wieder zurückgeholt habe. Also ich meine, der Durchbruch war gar nicht so verkehrt, weil ich ja, wie gesagt, Angst vor Blitzfänger-Pokémon hatte. Bei den südöstlichen Inseln war das, glaube ich. Aber jetzt so fürs Finale hätte ich natürlich schon gerne meinen Donnerblitz wieder. Na gut, ich denke, dann sind wir auf jeden Fall ganz gut aufgestellt und können auch direkt aufbrechen. Seid ihr bereit, zum Dunkelkrater zu gehen? Auf jeden Fall. In Ordnung. Machen wir uns auf den Weg. Auf zum Dunkelkrater. Das ist also der Eingang zum Dunkelkrater. Hier stellen wir uns Darkrai. Keiner kann sagen, was dieses Pokémon für uns bereithält. Wir müssen mit größtmöglicher Vorsicht vorgehen. Das auf jeden Fall. Dann wollen wir doch mal. Dunkelkrater U1. Also ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall einiges vor uns haben. Denn ich meine klar, der finale Dungeon der Afterstory, dass der nicht nur 5 Ebenen hat, sollte jedem klar sein. Oh, da haben wir schon die ersten Gäste. Ich sag schon mal vorweg, dass ihr euch vielleicht so ein bisschen drauf einstellen könnt. Wir haben um die 30 Ebenen vor uns. Wie gesagt, ist glaube ich jetzt nicht irgendwie erschreckend, wenn ich bedenke, der Zeitturm war ja auch schon ziemlich groß. Ich muss sagen, ich mag den Dunkelkrater prinzipiell schon ganz gerne. Aber ich finde den Zeitturm einfach ein bisschen atmosphärischer. Weil du hast wirklich sehr, sehr lange Zeit darauf hingearbeitet, diesen Dungeon zu besuchen. Man musste sich ja auch wirklich anstrengen, den Ort überhaupt erstmal zu finden. Du wusstest, dass du dich Schattendialga vermutlich stellen wirst. Du hast Reptains letzten Wunsch damit erfüllt, eben die Zahnräder dort hochzubringen und die Lähmung des Planeten aufzuhalten. Und ich weiß nicht, es war einfach atmosphärischer, weil du wirklich lange dafür gekämpft hast und da sehr viele Leute mit verbunden waren, sag ich mal.
Gerade das mit Reptane hat einen natürlich schon ziemlich getroffen. Und auch, dass man eben wusste, dass wir danach verschwinden werden. Das alles so in Kombination hat den Zeitturm für mich auf jeden Fall interessanter gemacht. Allerdings mag ich den Dunkelkrater auch ganz gerne, muss ich sagen. Ich finde es interessant, dass sie sich wirklich auf ein Element festgesetzt haben, weil ich meine, sowohl Zeitturm als auch Raumspalte zum Beispiel, das sind ja beides Dungeons, die sehr, ja, nicht neutral gehalten sind, aber die kann man nicht wirklich irgendeinem Element zuordnen. Und dass sie hier wirklich bewusst mir einen Feuer-Dungeon hingeklatscht haben, ist zum einen als Pflanzen-Pokémon nicht so nett, das habe ich schon öfters festgestellt. Und zum anderen hat es mich wirklich überrascht, dass sie, wie gesagt, tatsächlich dann so einen elementaren Dungeon gemacht haben, obwohl ja Darkrai eigentlich mit dem Element nichts zu tun hat. Aber ich meine, klar, ne, Feuergebiete oder Feuer-Dungeons wirken, da haben wir schon mal drüber gesprochen, generell immer ziemlich bedrohlich, also das passt auf jeden Fall schon ganz gut. Ansonsten, wie gesagt, ich finde den optisch eigentlich ganz cool, muss ich sagen, die Wettereffekte nicht zwingend, aber prinzipiell finde ich den eigentlich ganz schick. Hier sind viele verschiedene Pokémon drin, was ich ganz interessant finde, verschiedene Wettereffekte, wie wir gerade sehen. Bin ich zwar nicht so begeistert von vom Sandsturm, aber macht es auf jeden Fall noch ein bisschen interessanter. Die Größe ist auf jeden Fall auch ordentlich mit 30 Ebenen und wie man schon sieht, die Ebenen sind ziemlich verschachtelt. Was eigentlich ziemlich gut passt, weil ich finde, man kann es so ein bisschen metaphorisch sehen, Darkrais Machenschaften sind ja auch ziemlich verschachtelt gewesen und wurden uns erst ganz am Ende offenbart. Und so für den finalen Dungeon, warum nicht, ne? Nochmal schön die Treppe verzweifelt suchen, das hat man doch gerne. Man merkt aber, glaube ich, auch wenn man sich Cresselias Level anguckt mit 47, wir sind überlevelt. Also wir sind definitiv zu hoch vom Level her für diesen Dungeon. Deswegen wird er eventuell ein bisschen leichter sein, als ich es in Erinnerung habe, weil ich sonst eigentlich, ja, nie so extrem viel von der Afterstory gemacht habe wie jetzt, zumindest nicht vom Dunkelkrater. Meistens war ich so 55, 58, so um den Dreh und habe dann den Dungeon gemacht. Dann war der eigentlich nicht unendlich schwer, aber auch nicht unendlich leicht. Eigentlich eine schöne Balance. Danke, gerade der Donnerschock. Meine Güte. Wie gesagt, dementsprechend, wir haben es uns jetzt vielleicht ein bisschen leicht gemacht, aber wie schon oft gesagt, die optionalen Dungeons erst hinterher zu machen, das ist einfach unepisch. Das wollte ich einfach nicht. Dementsprechend habe ich schon mal vorher alles gemacht. Und mal gucken. Ne? Fallen und gemeine Multi-Hit-Attacken, da kann man noch so hoch vom Level her sein. Wenn die dich irgendwie im falschen Moment erwischen, hast du einfach die Arschkarte. Deswegen mal gucken. Also ich werde mich nicht in Sicherheit wiegen. Das habe ich bei den letzten Dungeons auch gemacht. Also bei der Inferno-Höhle habe ich mich ja auch halbwegs sicher gefühlt und dann kam das Grauen. Deswegen lasse ich das mal lieber. Aber wie gesagt, ich freue mich zum einen drauf, dass wir jetzt wirklich den letzten Dungeon vor uns haben. Und vor allen Dingen ist es ja eben auch ein sehr wichtiger Dungeon. Es ist immer ein schönes Gefühl, solche Gebiete zu erkunden, wo man wirklich weiß, okay, da wartet ein schwieriger, finaler Kampf auf uns. Ich finde schon, die Atmosphäre ist dann immer ganz anders, als wenn ich einfach nur random erkunde. Aber andererseits, das Let's Play neigt sich echt dem Ende entgegen. Das war zwar schon länger abzusehen, aber wirklich viel bleibt ja nicht mehr. Für mich natürlich nach dem Dunkelkrater noch der eine optionale Dungeon, den ihr im letzten Part schon gesehen habt. Also für mich ist die Reihenfolge ja ein kleines bisschen anders. Aber trotzdem, wenn ihr diesen Part hier seht, dann kommt da echt nicht mehr viel. Und wenn ich bedenke, wie lang dieses Let's Play jetzt endlich geworden ist, viel, viel länger als ich gedacht hätte, dann ist es schon, ne? Wie so oft. Es ist schön, weil ich weiß, ich habe wirklich viel geschafft. Ich finde, ich habe ein gutes Let's Play auf die Beine gestellt. Da bin ich auf jeden Fall stolz drauf, so viel gezeigt zu haben. Aber andererseits, dann wirklich das Gamepad aus der Hand zu legen und dann da zu sitzen und ja, du wirst dieses Spiel vermutlich jetzt eine ganze Weile nicht mehr anrühren. Das ist schon, wie gesagt, das tut mir schon ein bisschen weh. Aber das könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen. Ich meine, wenn ihr das Projekt wirklich bis jetzt verfolgt habt, dann scheint es euch ja eventuell auch zu gefallen. Und dann seid ihr vielleicht auch so ein kleines bisschen betrübt, wenn es vorbei ist. Finde ich immer voll süß, wenn Leute das so schreiben. Weil ich weiß nicht, es ist ja schon, ja, in gewisser Weise ein Lob, wenn Leute das Let's Play vermissen. Und ich werde es auf jeden Fall tun. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Spiel. Wenn ich nicht gerade explodiere, was zum Glück nicht der Fall war, dann würde ich gerne den Dunkelkrater nutzen, um vielleicht so ein bisschen das Spiel Revue passieren zu lassen. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nochmal Credits bekommen.
Ich meine nicht, aber ich weiß es nicht genau. Und ich meine, wir sind jetzt lange genug hier unterwegs. Dann kann ich, glaube ich, die Gelegenheit auch nutzen, so ein kleines bisschen über alles zu reden. Ich weiß noch, in meinem ursprünglichen Let's Play hatte ich mir überlegt, ob ich im Dunkelkrater vielleicht über alle Dungeons mal sprechen möchte, die ich nicht gezeigt habe im Let's Play, weil ich habe ja echt einiges ausgelassen. Habe aber festgestellt, ich glaube, dafür reicht der Dunkelkrater nicht, weil ich bin echt damals nur durchgerannt, könnte man sagen. Es ist natürlich eins meiner Lieblingsspiele, habe ich ja schon öfters gesagt. Und deswegen habe ich mich damals auch schon sehr darauf gefreut, das zu Let's Playen. Das war zwar aus damaliger Sicht eine wirkliche Herausforderung, weil ich war noch nicht so lange Let's Playerin. Und dann wirklich so ein Spiel zu Let's Playen, wie soll ich es am besten formulieren? Ich finde, PMD hat eine sehr anspruchsvolle Balance fürs Let's Playen. Zum einen in den Dungeons, die ja teilweise schon, ouch, verdammt lang sind, musst du eigenständig kommentieren. Du hast da ja kaum Texte. Also vielleicht mal auf den Zwischenebenen. Aber ansonsten musst du teilweise wirklich sehr, sehr viele Ebenen am Stück irgendwie dir selbst Themen überlegen, was gar nicht so einfach ist. Und gleichzeitig hast du sehr viele storylastige Passagen. Sehr schön. Na, ja, mein Braunband natürlich. In denen du versuchen musst, die Emotionen vernünftig rüberzubringen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Spiel, was wirklich so viele Gefühle aufwühlt, wie eben PMD, dann da zu sitzen und alles monoton runterzurattern. Macht das Spiel total kaputt für mich. Und es ist schon eine Herausforderung, ob man es jetzt wirklich mit verschiedenen Stimmen synchronisiert oder nicht. Aber es ist schon nicht so leicht, diese Emotionen wirklich rüberzubringen. Dass man sich das anhört und sich wirklich da so hineinversetzt fühlt, sag ich mal. Das ist mir einfach bei diesem Spiel unglaublich wichtig. Und eben auch über alles so ein bisschen zu sprechen, Theorien aufzustellen, meine Gedanken mit euch zu teilen. Und tschüss. Ihr beide kommt schon klar. Und das alles in Kombination, wie gesagt, macht PMD für mich allgemein zu einer Reihe, die gar nicht so einfach ist als Let's Play-Projekt. Und das habe ich damals auch gemerkt. Deswegen wollte ich es dann auch gerne re-LPen, weil ich mit der Qualität zum einen nicht so zufrieden war. Zum anderen, ich bin halt am Ende echt durchgerusht. Also es ist immer blöd, jetzt über sich selbst zu sagen, mein Let's Play war damals nicht so gut oder so. Ach, ihr könnt Erdkräfte, gut zu wissen. Aber es war nun mal so, dass damals Portal in die Unendlichkeit rauskam, kurz darauf. Und das Release-Datum wurde erst ziemlich spät veröffentlicht. Dementsprechend konnte ich mich gar nicht auf lange Sicht drauf einstellen. Und ja, musste dann dieses Let's Play halbwegs schnell durchboxen am Ende. War dann auch mit 70 Parts fertig, weil ich wirklich nichts Optionales gezeigt habe in der Afterstory und teilweise auch echt durchgerannt bin. Also ich habe teilweise wirklich 45-Minuten-Parts gemacht, weil ich einfach, ja, schnell durch wollte, aber nicht schnell durchkam. Das ist halt schon nicht so toll gewesen, sag ich mal. Ich meine, es ist nichts dagegen zu sagen, wirklich lange Parts zu machen, aber man merkt natürlich so auf der Zielgerade, wenn dann alles so ein bisschen gequetscht wird. Also das hat mir halt nicht so gut gefallen und deswegen dachte ich mir, das wird dem Spiel einfach nicht so gerecht, wie ich es gerne hätte. Ich kann das heutzutage besser, nehme mir auch die Zeit dafür. Und das war eigentlich der Grund, warum ich unbedingt mal ein Re-LP machen wollte, schon länger. Aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Gab einfach immer andere Projekte, die ich vorschieben wollte, weil ich mir auch nie so sicher war, interessiert das die Leute wirklich so sehr. Es ist halt ein sehr langes Spiel, es ist nicht jedermanns Sache, es ist ein älteres Spiel. Aber im Grunde genommen ist es mir egal. Mir liegt so viel an dem Spiel und deswegen will ich es einfach Leuten näher bringen. Und wenn es, weiß ich nicht, 50% der Zuschauer einfach nicht interessiert, dann ist das halt so. Aber für die anderen 50% mache ich das gerne. Und für mich selber natürlich. Und ich muss sagen, ich habe es echt genossen. Also ich bin wirklich froh, das Projekt gemacht zu haben. Weil ich hatte echt viel Spaß bei jedem Part, außer für... Knogger-Dojo war nicht so lustig. Inferno-Höhle war auch nicht so lustig. Und Aegis-Höhle war nicht so lustig. Aber ansonsten, wenn ich jetzt gerade nichts vergessen habe, habe ich wirklich sehr viel Spaß gehabt. Und ich meine, selbst diese schwierigen Momente konnte man irgendwie so ein bisschen überwinden. Also das geht schon. Wenn man es jetzt nicht zu ernst nimmt, dann funktioniert das schon irgendwie. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass so viele Leute in den Kommentaren mitgefiebert haben. Teilweise blind, teilweise auch nicht. Aber es gab echt viele Kommentare, wo eben auch Theorien aufgestellt wurden, wo gelacht wurde, geweint wurde. Und da ist es mir auch egal, ob das Projekt vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte wie irgendwelche Release-Projekte. Ich hatte Spaß und wenn einige von euch auch Spaß hatten, dann ist es mir das auf jeden Fall wert gewesen. Also ich bereue nichts
Ich fand, es ist ein sehr schönes Let's Play gewesen und ist es auch immer noch. Deswegen bin ich total froh, es wirklich nochmal neu Let's Play zu haben. Und ja, es ist länger geworden als gedacht, das auf jeden Fall. Wo ist die Treppe, meine Güte? Alleine wegen solchen Ebenen schon. Weil ich habe teilweise echt viel gequatscht und bin viel durch die Gegend gelaufen, teilweise auch doppelt und dreifach auf den Ebenen, weil ich noch so viel zu quatschen hatte. Aber es gefällt mir echt gut. Also ich bin da schon stolz drauf. Ich glaube, es ist so ein Let's Play, was ich auch jedem ans Herz legen kann. Da bin ich auch vollends zufrieden mit. Ha, schön. Das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall den nächsten Part, weil ich denke, ich werde auf jeden Fall jetzt bis zur Zwischenebene noch laufen. Im nächsten Part dann bis oben ungefähr. Oder? Oder nicht? Oder doch? Es ist so ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt entweder bis zur Zwischenebene laufen und einen kürzeren Part machen. Im nächsten Part bis oben zum Gipfel laufen. Cresselia. Und im dritten Part dann quasi den Bosskampf machen. Werden aber vermutlich alles ziemlich kurze Parts. Vielleicht so als Anlass des Finales mache ich einfach ein bisschen längere Parts. Weil ihr kennt mich. 123 Parts ist halt schon eklig. Und dementsprechend entweder Dunkelkrater. Ja. Ideal. Ja. Es ist schwierig mit der Partanzahl, wenn man perfektionistisch ist. Vielleicht mache ich es echt einfach so, weil wir müssen jetzt ja in Part 100. Nee, nicht 21. Für mich ist es 21, weil ich ist es schon 22, weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen gemogelt habe. Oder? Ach, ich habe mich gerade selbst verwirrt. Egal. Ich gucke einfach mal, wie weit ich heute komme und gut ist. Meine Güte, man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen, auch wenn ich das sowieso immer tue. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen über das Spiel reden. Weil ich meine, dass ich das Spiel liebe, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar. Und warum ich das Spiel liebe, habe ich ja auch oft genug schon erwähnt. Wenn ich es mal zusammenfassen müsste, was ich an dem Spiel einfach so toll finde. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht. So ein paar allgemeine Punkte, was man an Spielen eben so beurteilen könnte. Die Sache ist natürlich klar, ich weiß, es gibt Portale in die Unendlichkeit, es gibt Super Mystery Dungeon und das sind Spiele, die natürlich in vielerlei Hinsicht, oh, schon wieder hungrig, ausgereifter sind als dieses Spiel hier. Aber es hat einfach einen besonderen Platz in meinem Herzen und das Problem ist auch einfach, auch wenn Super Mystery Dungeon gameplay-technisch alles besser macht, story-technisch nicht. Und das ist für mich so der springende Punkt. Wenn das Spiel es nicht schafft, mich komplett in seinen Bann zu ziehen, beziehungsweise meine Emotionen nicht in dem Sinne auszulösen, wie es sein sollte, dann gibt das für mich ganz massive Abzüge. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Szene denke, wo Reptane im verborgenen Land uns verlassen musste. Wenn die jetzt plötzlich schlecht geschrieben wäre oder die Musik irgendwie überhaupt nicht passen würde, dann würde sie mich einfach, nicht gut, nicht auf die Art und Weise berühren, wie sie es getan hat. Und das wäre einfach unglaublich schade. Also du kannst so viel falsch machen mit solchen emotionalen Szenen oder auch mit einer ganzen Story, wenn sie einfach schlecht aufgebaut ist. Kannst du jetzt bitte mal verschwinden? Ich will nicht für diese eine Ebene noch ein Top-Elixier benutzen. Also das kann, wie gesagt, so schnell in die Hose gehen, wenn das ganze Pacing vom Spiel schlecht ist. Du kannst nicht alles an Story auf einmal rausballern, ohne Spannung aufzubauen oder so. Und wenn die Szenen dann eben auch schlecht geschrieben sind und so. Also ich finde, in dem Punkt machen halt die neueren PMDs so ein bisschen was falsch aus meiner Sicht. Und dieses Spiel hier alles richtig. Und deswegen gibt es da auf jeden Fall fette Pluspunkte. Kommt noch eine Ebene? Oh, da kommt noch eine. Aber da ist direkt die Treppe. Hi. Hi. Und da kam die Hydropumpe. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt schon die letzte vor der Zwischenebene, aber okay. Dann halt hier. Kein Gespräch? Okay, aber ich werde mal kurz speichern. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas passiert, dass ich nicht wieder ganz vorne anfangen muss. Und tatsächlich, der Dunkelkrater ist da ganz oben links auf der Karte in der Nähe von der Inferno-Höhle. Habe ich doch keinen Mist erzählt. Es kann nicht vorhergesagt werden, wann Darkrai zuschlagen wird. Als Spieler weiß ich, vermutlich am Ende des Dungeons. Mittendrin wäre echt trollig. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, bitte. Man denkt immer so auf der Zwischenebene, okay, ich bin fast oben. Beim Dunkelkrater nicht. Es kommt noch mal mindestens genauso viel. Wobei,
Ich glaube, eine Ebene weniger, aber prinzipiell kommt halt noch echt sehr viel auf uns zu. Ist ein bisschen gemein, wenn du das Spiel nicht kennst, denkst du, okay, ich bin fast oben. Ja, Pustekuchen bist du nicht. Aber wie gesagt, um mal auf das Spiel einzugehen, warum ich es so gerne mag. Punkt 1 ist natürlich immer so ein bisschen die Optik für mich. Es ist ein altes Spiel, klar. Und Super Mystery Dungeon, objektiv betrachtet, sieht vermutlich wesentlich geiler aus. Das stimmt schon. Aber ich finde irgendwie, diese Pixelgrafik hat für mich einen totalen Charme. Das Spiel altert verdammt gut. Also ich finde, auch aus heutiger Sicht, wann kam das Spiel bei uns raus? 2009 oder so? Ich werde alt. Ich kann es immer noch ohne Probleme spielen. Also ich finde, es ist sehr, sehr gut gealtert. Auf jeden Fall. Ich finde nicht, dass man Augenkrebs davon bekommt. Und wie gesagt, ich finde einfach, diese ältere Grafik hat einen gewissen Charme. Und ich finde, obwohl sie natürlich sehr eingeschränkt waren, dass sie alles total gut umgesetzt haben. Die Dungeons sehen nicht alle gleich aus, wo man ja vielleicht meinen könnte, ne? Klar, in den neueren PMDs total schön, alles 3D und mit ganz, ganz vielen Details ausgeschmückt. Aber ich finde auch hier, kein Dungeon sieht aus wie der andere. Man erkennt ganz eindeutig die ganzen Thematiken und Elemente. Es sind viele schöne kleine Details eingebaut worden in den Dungeons, aber auch außerhalb. Also ich finde Schattstadt unglaublich schön. Ich finde die ganzen Avatare der Pokémon mit den verschiedenen Gesichtsausdrücken richtig, richtig toll und vor allen Dingen super integriert in die Story. Die kleinen Cutscenes wie am Nebelsee zum Beispiel finde ich unglaublich schön. Könnte ich mir ewig angucken. Und auch die beiden Bildschirme vom DS sind eigentlich echt gut genutzt, finde ich persönlich. Und ich bin ja so detailverliebt. Und ich finde einfach, das Spiel macht das verdammt gut. Also das kann man schon mal so sagen, ne? Klar, wie gesagt, ne? Es ist nicht das neueste Spiel, aber das muss es auch gar nicht sein. Also ich finde es trotzdem unglaublich charmant. Und ich weiß nicht, ob es PMD-2-Bonus ist oder nicht, aber ich glaube, ich würde diese Grafik tatsächlich vorziehen. Weiß nicht, es ist für mich so die klassische PMD-Grafik, mit der ich irgendwie groß geworden bin, mit der ich eingestiegen bin. Und es war schon ein harter, wenn auch schöner Cut zu Portale. Ich meine, ich mag beide Arten, aber man kann sie einfach nicht vergleichen. Ich finde nicht, dass du jetzt sagen kannst, ja, die Grafik von Portale und Super Mystery Dungeon ist ja tausendmal toller. Es ist ein komplett anderer Stil. Es ist genauso, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Zelda Twilight Princess Art Style mit Okami vergleiche. Kannst du nicht. Es sind einfach so, der eine findet das schöner, der andere findet das schöner. Es sind einfach komplett zwei Welten. Und das ist hier einfach nicht anders. Die Musik. Was soll ich zu der Musik in dem Spiel eigentlich sagen? Die ist godlike, wahrscheinlich. Also es ist mit so mein Lieblings-Soundtrack. Ich liebe die Musik im PMD. Ich glaube auch, dass die unglaublich wichtig ist für die ganze Atmosphäre. Weil wenn man sich das ganze Spiel mal vorstellt mit Stille, es ist nicht das Gleiche. Also Musik hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns. Und dementsprechend ist es unglaublich wichtig für so ein Spiel, was versucht, Emotionen rüberzubringen, dass der Soundtrack einfach passt. Und ich finde, klar, die fröhliche Musik finde ich immer passend, auch die dramatische Musik. Habe ich noch irgendwas? Hier habe ich noch genug zum Tauschen. Aber vor allen Dingen halt diese atmosphärischen und emotionalen Soundtracks. Beispielsweise die Musik beim Zeitturm, die Musik im Kampf gegen die Jalga, die finde ich auch extremst gut, extremst atmosphärisch. Die Musik, als man das Meer der Zeit überquert, die Musik am Strand, wenn diese süßen Seifenblasen in der Luft hängen zum Beispiel, die Abschiedsmusik. Also es gibt so viele gute Soundtracks in diesem Spiel. Und jedes Mal, wenn ich die nochmal höre, egal ob jetzt im Spiel oder auch privat, ich kriege sofort Gänsehaut. Es ist auch so, wenn man so einen Freundeskreis hat, der genauso denkt, ist es immer wunderbar, wenn dann plötzlich Dialgas Bosskampfmusik kommt und alle erstmal so, oh, weil alle sofort schwärmen. Also die Musik ist schon echt bombastisch, finde ich persönlich. Ich weiß auch hier wieder nicht, ob es daran liegt, dass das Spiel einfach für mich so toll ist, aber es ist auch die Musik, die mir am meisten im Gedächtnis bleibt. Also klar ist die Musik in den anderen PMD-Teilen auch gut, aber ist jetzt nicht so, dass die losgeht und ich sofort weiß, wo sie hingehört und sofort Gänsehaut bekomme. Das schafft echt nur PMD2. Das muss ich einfach mal so deutlich sagen. Ansonsten, was ich auch ganz, ganz schön finde an diesem Spiel, sind die Charaktere. Man weiß ja mittlerweile, dass PMD schon so ein bisschen Einfluss hat, was das betrifft. Sprich, wenn man jetzt in Pokémon Platin auf einmal einen Bediza findet, dann denkt man sich auch, jawohl, ja. Also es, ne, hat schon so ein bisschen Einfluss auch auf andere Spiele.
Aber ich finde super toll, wie viele Pokémon hier wirklich vorkommen, wie viele Pokémon hier wirklich einen ganz eigenen Charakter bekommen, weil ich meine, allein die Gilde. Kein Gildenmitglied ist wie das andere. Und jeder ist auf seine... Moment, den will ich mitnehmen. Jeder ist auf seine Art und Weise wichtig. Und das finde ich super toll. Also ich glaube, mein Lieblingscharakter ist auf jeden Fall Reptane. Weil ich finde, das, was Reptane ausmacht, das, was Reptane leistet, ist phänomenal. Und seine ganze Rolle in der Story, wie er erst so ein bisschen böse wirkt und dann letztendlich doch uns alle retten möchte und wirklich für eine bessere Zukunft kämpft, wohl wissend, dass er sterben wird. Also, Reptane ist für mich einfach ein absoluter Held. Und deswegen auf jeden Fall auch mein Lieblingscharakter. Manche Leute finden ja den Partner in dem Spiel wirklich nervig. Ich allerdings gar nicht. Also abgesehen davon, dass er meinen Vornamen spammt wie sonst was, finde ich schon, dass er eine sehr schöne Charakterentwicklung durchläuft. So vom Angsthasen zum Held, kann man glaube ich auch so sagen. Und das finde ich echt schön. Also ich mag irgendwie alle Charaktere. Ich meine klar, Team Totenkopf finde ich jetzt nicht so sympathisch, aber auch die sind auf ihre Art und Weise ziemlich genial. Also jeder hat so seine Rolle im Spiel und die finde ich auch richtig gut umgesetzt. Von daher gesehen, von den Charakteren bin ich auf jeden Fall auch ein großer Fan. Ach, da oben war noch ein Pokémon. Und ein Level-Up für Jan, das nehme ich auch gerne. Ansonsten, was gibt's noch so zu sagen? Ich finde die Item-Vielfalt total toll, dass es so viele PMD-eigene Items gibt. Die sind manchmal ein bisschen trollig, gerade so die Plagiat-Items. Aber finde ich auch super. Genau wie die Pokémon-Vielfalt. Also ich finde es jetzt nicht langweilig. Es sind zwar nur Pokémon bis zur vierten Gen, aber da hast du ja auch eine Auswahl von 460 irgendwas. Von daher gesehen, also wird, glaube ich, nie langweilig. Den hätte ich gerne. Und ich glaube, kann ich den bitte essen? Danke. Und ich glaube, das, was natürlich für mich so am wichtigsten dann noch ist, Gameplay und Story. Die habe ich mir jetzt extra für den Schluss aufgehoben, obwohl ich jetzt schon fast da bin und irgendwie immer noch jede Menge zu quatschen habe. Aber ich bin halt einfach an der Labertasche, das kennt man ja schon. Ja, Gameplay-technisch, es ist nicht jedermanns Sache. Das kann ich verstehen. Und vom reinen Gameplay her mag ich, glaube ich, sogar Pokémon Ranger lieber als PMD. Weil ich meine, dieses Dungeon-Scroller, wie auch immer, System ist ja nichts Neues, ne? Das haben ja einige Spiele. Aber ich weiß nicht, also ich finde, für mich persönlich, ich mag das schon, aber nur das Gameplay alleine wäre mir, glaube ich, zu langweilig. Also gerade in Kombination mit der Story und in Kombination mit den Pokémon macht es echt sehr, sehr viel Spaß. Und wenn es jetzt nicht gerade mega frustrierend ist und man halbwegs gut durchkommt, muss ich sagen, finde ich das ziemlich cool. Weil du ja auch sehr viele Möglichkeiten hast, wie du dich wehren möchtest, wie du dich fortbewegst. Also jeder hat ja vielleicht andere Taktiken, wie er so durch den Dungeon durchschleicht. Also ich finde, man hat da schon einige Möglichkeiten. Und wie gesagt, diese Kombination aus ruhigeren, storylastigen Passagen und eben diesen abenteuerlichen Dungeon-Erkundungen, die ja wirklich immer anders ablaufen, das finde ich sehr schön. Aber die Story ist halt für mich somit das Wichtigste, weil nur Gameplay alleine wäre mir, glaube ich, echt zu langweilig. Und ja, zur Story könnte ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel sagen, aber ich glaube, ich habe im Laufe des Let's Plays so extrem oft darüber gesprochen und auch sehr detailliert immer über das, was passiert ist. Denkt euch einfach das, was ich zwischendurch gesagt habe und wie geil das alles ist und dann kommt das ungefähr hin. Also es ist schon eine sehr, sehr, sehr tolle Story. Und ich glaube, wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen, deswegen muss ich noch mal kurz stehen bleiben. Wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich jetzt auch mal anfangen, die ganze Story aufzurollen, was ist passiert und dies und das hat mir gut gefallen und dies und das. Aber seien wir mal ehrlich, das habe ich schon oft genug gemacht. Die ganze Story ist für mich ein Meisterwerk. Viele, viele Plot-Twists, viele emotionale Momente. Manches ist vielleicht vorhersehbar, manches ist klischeehaft. Aber das Spiel schafft es wirklich, vorhersehbare und klischeehafte Sachen so zu inszenieren, dass sie doch wieder irgendwie plötzlich kommen. Und das finde ich super. Auch, dass man rückwirkend so viele Entdeckungen macht, von wegen, oh, das haben sie eigentlich schon in Kapitel 1 angedeutet und jetzt 10 Kapitel später wird es dann wichtig. Also der ganze Aufbau der Story ist super. Und das haben sie für mich persönlich leider in Portale und Super Mystery Dungeon so ein bisschen versaut, weil da wirklich sehr lange Zeit nichts kam, auch keine Anspielung. Und dann kam alles auf einmal. Und die Storys waren beide nicht schlecht,
Aber es kam einfach alles auf einmal. Also das Pacing war nicht gut. Und das finde ich hier super. Du hast von Anfang bis Ende der Hauptgeschichte und auch in der Afterstory immer spannende Momente. Die sind gut verteilt, wechseln sich gut ab mit entspannteren Passagen und du wirst immer zum Nachdenken angeregt. Und ich glaube, wenn ich einen Grund nennen müsste, warum ich das Spiel so liebe, es ruft in mir einfach besondere Emotionen hervor. Das Spiel berührt mich einfach auf einer ganz, ganz tiefgründigen Ebene, die mich zum Nachdenken anregt, zum Lachen, zum Weinen, zum Schmunzeln, zum Staunen. Und das ist das, was so ein Spiel für mich ausmacht. Wenn das Spiel noch so geiles Gameplay hat und in 1080, 4K, 3 Trilliarden, HD, 100 FPS läuft, das ist mir egal. Wenn das Spiel mich nicht anspricht, wenn das Spiel mich quasi in mir drin nicht berührt, so kitschig das auch klingt, dann kann ich es auch aus dem Fenster schmeißen. Wenn ich irgendwie keine Verbindung zu dem Spiel habe, dann pff, was soll ich damit, ne? Und PMD hat mit Sicherheit hier und da Schwächen und hier und da sage ich mir, das würde ich eigentlich lieber haben. Aber die Charaktere und die Story und die Musik und alles trägt zu dieser tollen Atmosphäre bei. Und das ruft in mir einfach so viele unterschiedliche Emotionen hervor. Und deswegen ist das Spiel für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Das kann man, glaube ich, so sagen, wenn man das irgendwie nachvollziehen kann. Und ich habe so langsam keine Spucke mehr, weil ich jetzt irgendwie 30 Minuten am Stück nur geschwärmt habe. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr gerne heute schon anknüpfen wollt an das, was ich gesagt habe, oder erst im nächsten Part beim Finale. Ich habe es jetzt nur mal vorweggegriffen, weil ihr seht, ich habe gerade 30 Minuten darüber gesprochen. Das wäre vielleicht ein bisschen lang für, ich stehe einfach mal in Schattstadt rum und gebe mal mein Fazit ab. Da war es so auf jeden Fall besser. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zum Finale wieder. Bis dahin, ciao Leute!